Ich glaube, wir haben das auf die Kunststoffbetriebe erstmal fokussiert, weil wir dort Bereiche haben, die wachsen. Kunststoff ist einfach als Branche interessant. Das ist ein Werkstoff, der sehr vielfältig ist, der sehr vielfältig verwendbar ist, der auch viele klassische Werkstoffe ersetzen kann. Und deshalb ist die Kunststoffindustrie eine Branche, die perspektivisch wachsen wird, sich stabilisieren wird, die aber auch sich in den letzten Jahren erst entwickelt hat oder zunehmend entwickelt. Also aus so Garagenfirmen wirklich auch dann Industriebetriebe zu machen. Wir wären auf diese Wachstumsbranche in jedem Fall zugegangen. Sie ist momentan geprägt, gerade in dem kleinen und mittelständischen Bereich, geprägt insbesondere durch Produktionsbereiche, sehr kleine Entwicklungsabteilungen, sehr große oder überwiegend Produktionsbereiche. Zum Teil unterwegs im Automobilzuliefererbereich. Das ist ein beinhartes Geschäft als Branche. Aber wir haben durchaus auch Bereiche, die schwerpunktmäßig durch Ingenieure und Planungsbereiche geprägt sind. Wir haben uns entschieden, auf Betriebe zuzugehen, weil die, die zu uns kommen, weniger werden. Und weil wir feststellen, dass die Informationen darüber, gibt es Betriebsräte, was dürfen die eigentlich machen, was bedeutet das für einen Betrieb überhaupt, wenn es Betriebsräte gibt, gar nicht so weit verbreitet ist. Wir haben vorab K.O.-Kriterien festgelegt. Also wir haben gesagt, wir brauchen mindestens nach dem dritten Mal, wo die da waren, Ansprechpartner. Und wir brauchen, sagen wir, nach einer gewissen Zeit mindestens so viele Menschen, wie wir für den Wahlvorstand brauchen, wenn es geht in doppelter Anzahl, weil immer welche wegbrechen. Und wenn wir die nicht in einem Zeitfenster erreichen, haben wir auch gesagt, gehen wir da wieder raus. Das ist etwas, was sehr arbeitsaufwendig ist, sehr zeitaufwendig ist. Gleichzeitig ist das, was man erfährt über die Bedingungen, unter denen Menschen auch in Industriebetrieben arbeiten, an vielen Stellen schon sehr erschreckend. Was ich mir für die nächsten Jahre Wünsche, was wir aber auch planen für Baden-Württemberg, ist, dass man diese Klientel, diese neu gewählten Betriebsräte in Betrieben, die noch nie einen Betriebsrat hatten, dass man die auch miteinander vernetzt, um Erfahrungen auszutauschen, um darüber reden zu können, wie geht's dir damit, wie geht's uns damit, wie geht ihr mit der Situation um und sie dann schrittweise eben auch an sozusagen etablierte Betriebsratsstrukturen ranzuführen. Was wir feststellen, ist, dass sich im Umfeld der Betriebe offensichtlich rumspricht, dass das geht. Also wir haben weiterhin Anfragen, jetzt wieder verstärkt, von Leuten, die bei uns anrufen und sagen, wir würden gerne Betriebsrat wählen, was müssen wir da machen und könnt ihr uns da helfen? Und das ist für uns schon ein Erfolgsparameter, weil das, was du sagst, richtig ist. Eigentlich kann es Betriebe ohne Betriebsrat gar nicht geben.